Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Küchenklassiker der 80er Jahre. Denn es gibt gefüllte Paprika und das hat meine Mama oft gemacht früher, als wir Kinder waren oder als ich ein Kind war und meine Geschwister. Ihr vielleicht nicht, aber das war halt in den 80er Jahren. Also gefüllte Paprika und zwar mit Hackfleisch. Wie das geht, verrate ich euch jetzt. Erstes müssen wir eine kleine Zwiebel und eine Knoblauchzehe hier in unserem Thermomix in 5 Sekunden, Stufe 5, ihr habt es euch schon gedacht, zerkleinern. Und dann bereiten wir unsere Hackfleischfüllung vor. Vorher die Zwiebel noch mal ein bisschen nach unten mit dem Schaber. Da setzt sich ja immer einiges oben im Kessel fest, dank der Zentrifugalkraft. Wir brauchen 300 Gramm Rinderhackfleisch, 2 Scheiben Toastbrot, ein Ei, dann 20 Gramm Senf, den wiege ich jetzt direkt hier ab. Oh, passt, ha, wie abgemessen. Ein Teelöffel Paprika edelsüß. Ein Teelöffel Salz. Ein bisschen Pfeffer. So, und dann wird das Ganze eine Minute der Teigstufe miteinander vermengt. Und damit ist unsere Hackfleischfüllung dann fertig und die füllen wir jetzt hier in unsere Paprikaschoten. Die habe ich entdeckelt und entkernt. Ja, also ihr braucht den Deckel da nachher für drauf, denn das Ganze wird ja im Varoma gegart. Hier ist mir der Stängel abgefallen. Das passiert, aber so ist das. Deswegen stellen wir jetzt gleich die Paprikaschoten schon hier in unseren Varoma rein und füllen die mit unserer Hackfleischmischung. So. Es kann sein, je nachdem wie groß die Paprika ist und wie großzügig ihr befüllt, dass da was übrig bleibt vielleicht von dem Hackfleisch. Dann könnt ihr aus dem Rest von dem Hackfleisch einfach kleine Bällchen formen und die daneben legen. Aber wir haben ja relativ große Paprika hier geholt und das geht, glaube ich, genau auf. Da bleibt nicht viel übrig. So, jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, welcher Deckel wo war, aber das passt schon irgendwie. Zack. Zack, Deckelchen drauf. Wir machen das Ganze mit Reis. Das heißt, den Reis bereiten wir gleichzeitig hier in unserem Kessel vor. Den werde ich aber jetzt einmal kurz auswaschen. 1,2 Liter Wasser sind jetzt hier im Kessel drin. Und was wir jetzt noch dazu machen, ist Gemüsebrühe. Das reicht gerade noch. Normalerweise würde ich 2 Brühwürfel nehmen. Nee, das ist zu wenig. Oder eben aus unserem selbstgemachten Suppengrundstock. Ich nehme jetzt Fleischbrühe. 2 Esslöffel nimmt man da. Wenn ihr Würfel habt, wie gesagt, dann 2 Würfel, sodass ihr quasi für einen Liter etwa dann die Gemüsebrühe habt. Dann habe ich hier in unseren Gareinsatz schon 250 Gramm Reis abgewogen. Den hängen wir jetzt einfach ein. Ich spüle das jetzt einmal. Einmal den Reis spülen. Mir mal irgendjemand gesagt, dass man das machen soll. Ja. Warum auch immer. Aber ich mache das. So. Und jetzt Varoma aufsetzen. Mit den Paprika. Deckel drauf. Und dann 30 Minuten
Varoma Stufe 1 dünsten. Dann machen wir die Soße und dann wird gegessen. Bis gleich. So, damit sind unsere Paprikaschoten und unser Reis fertig. Und wir müssen das jetzt noch warm stellen. Das lasse ich einfach hier so im Varoma und stelle es hier in meinen Backofen. Auch den Reis nehmen wir raus. Das stelle ich ebenfalls in den Backofen. Jetzt machen wir noch unser Tomatensüßchen. Ja? Und dazu fangen wir die Garflüssigkeit auf. Ich habe jetzt leider nichts anderes als hier so eine Teekanne, aber das tut es ja auch. Wir brauchen da 200 Milliliter von. Aber zuerst machen wir eine Mehlschwitze. Die Mehlschwitze machen wir mit 40 Gramm Butter. Die sollte schon schön weich sein. Und mit 40 Gramm Mehl. Das Ganze 3 Minuten auf 100 Grad. Jetzt hat sich hier oben am Messer so ein bisschen was festgesetzt. So, 3 Minuten, 100 Grad, Stufe 2. Zu der Mehlschwitze machen wir jetzt die Garflüssigkeit und zwar davon 200 Milliliter oder 200 Gramm, wie es uns der Kessel ja anzeigt. Dann kommen 500 Gramm passierte Tomaten dazu. So, kann man ein bisschen auskratzen hier. So, ein halber Teelöffel Salz. Ein bisschen Pfeffer. So, 2-3 Prisen. Ein Teelöffelchen Zucker. Und ein Teelöffel Zitronensaft. Das Ganze kochen wir jetzt auf und zwar 5 Minuten auf Stufe 4 mit 100 Grad. So, während die Soße hier in den letzten Umdrehungen vor sich hin kocht, hole ich schon mal unsere Paprika und unseren Reis wieder aus dem Ofen. Und dann kann man eigentlich schon servieren. Das sieht schon mal echt gut aus, also jetzt gerade auch die Paprika. Aber wie auch immer, es ist irgendwie zu viel Reis, ich weiß auch nicht. Soße ist okay, aber 250 Gramm Reis für 4 Personen, das ist eine Ansage. Ja. Macht da jetzt mal nicht so viel Reis drauf, weil ich esse nicht so viel Reis. Der ist ja auch immer gut, wenn man da aus dem Thermomix holt. Ne? Der Reis, das kann er, der Thermomix. So, und jetzt, Leute, ist mir völlig egal. Ich mache das jetzt mit der Hand hier. Ach, das sieht da klasse aus. Ja, ich lege das jetzt nicht, ich stelle das hin. Und jetzt noch von der Soße. Die mache ich jetzt am besten auch. Oh, die ist aber schön gebunden hier. Die mache ich jetzt aber auch hier mit dem Esslöffel drüber. Einmal so ein bisschen über den Reis. Und natürlich hier in die Paprika, auf das Hackfleisch. Also, zuerst die Soße mit dem Reis. Hm, schön fruchtig, passt sehr gut, ist lecker. Mhm. Jetzt gucken wir mal, ob das so schmeckt, wie ich das aus den 80ern in Erinnerung habe. Das ist ja so ein, eher so ein Massakrieren hier, der Paprika, bisschen Hackfleisch dazu. Hm. Die Paprika ist schön durch, hat aber immer noch Biss und auch das Hackfleisch. Hm. Ist total lecker geworden. Echt
überlege gerade, ob man in diese Mischung, die wir vorher ja im Thermomix gemacht haben, nicht auch hätte noch ein bisschen Reibekäse reinmachen können. Ja, das hätte vielleicht auch noch ganz gut gepasst, aber so, ja, schmeckt das extrem lecker. Ich bin überrascht, gerade auch mit der Soße. Also ist bestimmt nicht zu viel, da kann man jede Menge von nehmen von der Soße. Mmh. Ne, ist echt gut. Ist wirklich gut. So, und bevor ich das jetzt hier alles vor euren Augen esse und ihr Hunger bekommt, weil ihr noch keine Paprika gekauft habt oder gerade kein Hackfleisch zu Hause habt, sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es gerne und wenn ihr mehr oder regelmäßig unsere Videos hier sehen wollt, dann abonniert doch einfach den Kanal, drückt da unten auf die Glocke und dann bekommt ihr Info, sobald wir ein neues Video hochgeladen haben. Vielleicht schreibt ihr auch mal eure Lieblingsrezepte auf. Was habt ihr denn gegessen, als ihr Kinder wart? Oder was hat eure Mama aufgekocht? Ja, ich bin sehr gespannt und vielleicht koche ich das eine oder andere dann mal hier in der Wunderkesselküche. Bis dahin sage ich Tschüss und guten Appetit!